muss ich euch kurz erzählen, nicht? Ich habe nämlich also einen neuen Nachbar um. Nicht einmal Einheimischer, gell? Also ein Zugras da. Noch dazu ein Klagenfuhr da. Ein Architekt ist er, hat ein großes Architekturbüro und er ist jetzt ganz gemütlich vor kurzem mit 2 Millionen Euro in die Insolvenz marschiert. Und was war, nachdem die Insolvenz abgeschlossen war, da hat er von meiner Dorfbank einen Kredit gekriegt, damit er ober mir das eine Bauernhaus kaufen kann. Und der hat es ja geschafft, dass er um 800.000 Euro aus diesem wunderschönen Bauernhaus ein schierer Architektenkratschen macht. Er hat gesagt, er ist ein Stadtmensch, er braucht eine städtische Flair. Wobei Stadtmensch, er kommt aus Klagenfurt. Man, seit wann ist Klagenfurt eine Stadt? Das ist ja höchstens ein Drecksloch mit einer eigenen Nummertafel. Ja gut, ihr in Wien braucht jetzt da auch nicht lachen. Und dieser Nachbar, dieser neue Nachbar, der zipft mich in einer Tour an. Was der mich ärgert, das könnt ihr euch nicht vorstellen, gell? Mein Nachbar, das ist also ein Typ, da denkst du dir, wenn der einmal vor dir über einen Zebrastreifen drüber geht, kann durchaus passieren, dass du die Bremsen nicht gleich findest. Ja, weil mein Nachbar, der zieht sich seine Lederjacken an, steigt in sein Porsche Cayenne rein, fährt die 500 Meter zu mir im Bioladen und regt sich auf, dass die Golden Delicios nicht geputzt sind. Da habe ich gesagt, das sind keine Golden Delicios, das sind Erdäpfel. Und dieser Volltrottel zieht zu uns nach Schlazigen wegen der Natur. Und was war voriges Jahr? Letztes Jahr hat er mich wegen der Natur angezeigt. Dabei habe ich überhaupt nichts Unnatürliches gemacht. Ja? Ich habe ganz normal und natürlich Jauchen geführt. Und ist das mein Problem, dass der genau auf den Tag, wo ich Jauchen führen will, einen Grillnachmittag veranstaltet? Sicher nicht. Und jeder, der mein Jauchenfasel kennt, der weiß, mein Jauchenfasel ist nicht mehr das neueste Modell. Da funktioniert da hinten diese Spritzdüsen einmal so genau. Und da kann halt passieren, dass es manchmal 3 Meter weiter wegspritzt. Als gewollt. Und sowas zieht halt Kollateralschäden mit sich. Der Polizist hat nachher zu mir gesagt, ich hätte halt zum Grundstück vom Nachbar einen Sicherheitsabstand halten sollen. Da habe ich gesagt zum Polizisten, mein lieber Freund, ein Sicherheitsabstand haltet man höchstens auf der Autobahn. Und da auch nur bei einer Section Control. Und wenn ich auf einen Sonntagsmittag bei 32 Grad Außentemperatur Jauchen führen will, dann vier Jauchen. Und dann ist das nicht mein Problem, wenn ich von meinem Nachbar die Fett Blanche in eine Fett Braun verwandle. Aber umgekehrt muss ich bei ihm schon tolerant sein. Gell? Da muss ich schon Mitgefühl sagen. Nicht bei ihm, jetzt Silvester, nicht? Hat er jetzt eine Riesenparty gegeben, gell? Für sich und für seine ganzen Freunde. Seien sie alle gekommen mit der geleasten Mercedes. Gell? 2D-Promis sind überhaupt mit dem Hubschrauber angeflogen. Dann hat's Mitternacht hat er dann Raketen geschossen, 35 Raketen. Nicht? Und der ganze Dreck landet bei mir in meiner Wiesen unten. Ja? Da darf ich mich nicht aufregen. Gell? Da muss ich schon Verständnis zeigen. Aber umgekehrt habe ich eine einzige Raketen zurück auf sein Grundstück geschossen. Und wo es war, dann ruft dieser Sekant gleich wieder die Polizei an. Dabei war es rückblickend gescheiter gewesen, hätte die Feuerwehr angerufen. Weil dann da soll die Garage noch stehen.